Guten Morgen, Amtsübergabe in der Hofburg. Es ist soweit, Alexander Van der Bellen wird als Bundespräsident angelobt. Dazu gibt es heute eine lustige Mikromann-Frage. Wie heißt der Vorgänger von Heinz Fischers Nachfolger? Keine Ahnung. Bitte? Thomas Gestil. Thomas Gestil. Vor- und Nachhänger. Naja, das ist die blöde Frage, gell? Die einfache Mikromann-Frage. Der Gestil. Thomas Gestil. Ja. Wie heißt der Vorgänger von Heinz Fischers Nachfolger? Keine Ahnung. Bundespräsidenten, kennen Sie sich ein bisschen aus? Ja, schon. Wer ist denn der erste Mann im Staat? Bundespräsident, ja. Schon. Wer ist der Bundeskanzler im Moment? Der Faymann. Wie heißt er mit Vornamen? Der Faymann. Herbert Werner oder Christian? Werner. Und jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Bitte, geht's Christian Kern übrigens ist der Bundeskanzler im Moment. Wie heißt der Vorgänger von Heinz Fischers Nachfolger? Der Vorgänger von Heinz? Fischers Nachfolger. Van der Bellen. Heute ist soweit. Amtsübergabe in der Hofburg. Der neue Bundespräsident wird angelobt. Der da heißt? Der neue Bundespräsident, Heinz Fischer. Der Neue. Der Neue? Ja, ist er. Der Heinz, da gibt es ja keinen. Naja, er wird jetzt angelobt heute. Heißt dann wie? Wie heißt der neue Bundespräsident? Ja, der Heinz Fischer, der Bundespräsident. Alexander? Van der Bellen, das so heißt es, Maria. Jetzt hast du mich schon wieder kommt der Mikro. Meine Güte, ja. Du bist mir der Richtige. Dabei kommen wir jetzt erst zur Mikromann-Frage. Jetzt kommt erst die Frage. Wie heißt der Vorgänger von Heinz Fischers Nachfolger? Das geht nicht. Der Vorgänger von Heinz Fischers Nachfolger. Geht nicht, oder? Ja. Wer kann das sein? Van der Bellen.